Servus Peter, herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von DBLDW. Achso, warte, ich muss jetzt darauf achten, was ich mit meinen Händen mache, oder? Warum? Also ja, für die Leute, die uns normal über Audio nur verfolgen, eh nicht. So, ja. Na, ich bin nur gerade drauf gekommen, dass es jetzt einen Unterschied macht, wie ich reinschaue, weil ich jetzt gerade eine sehr komische Haltung habe, das ist ja egal. Ja, mich freut es, dass du da sitzt im, wie du es nennst, Pyramidenschaumstudio. Endlich wieder Podcast. Wir haben eine längere Pause hinter uns. Letzte Woche haben wir aufgenommen und jetzt geht es natürlich Woche für Woche wieder um die österreichische Bundesliga. Ja, und wir waren noch nie so gut beleuchtet und im Rampenlicht so toll wie diesmal. Also wir haben, also das Rampenlicht von diesmal ist tatsächlich, die Scheinwerfer sind tatsächlich nur auf uns gerichtet. Ja, also für die, die es, ja, der Peter kündigt es so groß an, wir wissen nicht einmal, ob diese Aufnahme jetzt so perfekt funktioniert. Ja, das stimmt. Es gibt uns vielleicht auch per Video demnächst. Auf jeden Fall wollen wir da nicht zu viel versprechen, aber es ist ein Pilotprojekt, sagen wir mal so. Mhm. Und was auch ist, auf Social Media wird man dann vielleicht in Zukunft auch vermehrt Video-Content sehen, aber das hätten wir erst anteasern sollen, wenn wir wissen, es funktioniert alles. Das dementsprechend ist danke für die großartige Erklärung. Ja, gerne. Das ist ein bisschen die Retourkutsche dafür, dass du auf einem in einem Social Media Post mir die sichere Diabetes zugestanden hast, indem du nämlich unsere HörerInnen gefragt hast, wie viele Gingerbier ich trinke. Was war das für eine Frage? Wie viele Gingerbier soll ich? Und natürlich unsere sehr sympathischen, also alle, ich liebe euch alle. Ich glaube, was war die höchste Zahl bisher? 13? Ja, viele haben 9 geschrieben, weil Junior Adamu ja die Nummer 9 trägt. Aber gleich eine Durchsage in eigener Sache. Liebe Hörer und Hörerinnen des Podcasts DBLDW, auf dem Instagram-Account Die Beste Liga der Welt kann man aktuell 3 signierte Junior Adamu Autogrammkarten gewinnen. Besser gesagt, 3 Personen können jeweils eine Autogrammkarte gewinnen. Nehmt teil, kommentiert, wie viele Gingerbier Peter im Frühjahr trinken muss. Achso, das ist im Frühjahr gedacht. Ich dachte, das ist auf einmal oder so. Also, ja, vielleicht auch so. Ah, okay. Ja. Auf jeden Fall kann man das dort gewinnen. Das Gewinnspiel geht bis 20. Jänner, glaube ich. Auf jeden Fall, wenn die Episode draußen ist, gibt es die Möglichkeit noch. Und wir wissen ja, wenn Junior Adamu trifft, läuft Peter direkt an die Ecke seines Vertrauens und kauft im Afro-Shop seines Vertrauens Gingerbier. Ja, das ist ja tatsächlich jetzt beim Testspiel gegen die Bayern nicht passiert. Der übrigens zweifacher Torschütze Konaté, oder? Habe ich das richtig gesagt? Ich weiß nicht, ob das vierte erzielt hat, aber ein Tor hat er vor allem erzielt. Ein Tor hat er gemacht und zweimal Okafor, sowas. Ja. Ja, spannend, ein 4:4 in einem hochdekorierten, mit einem gegen einen hochdekorierten Gegner, der ja auch schon wesentlich weiter ist in der Vorbereitung. Ja, klar. Ja. Ist ja auch ein früherer Saisonstart. Ja, was reden wir heute alles? Wir haben ja spannende Themen. Nächste Woche gibt es die große Transfer-Update-Show. Da werden wir mal die Transfers beleuchten, die bisher geschehen sind. Es war lange recht ruhig, aber jetzt die letzten Tage und Wochen hat sich einiges getan. Das werden wir beleuchten nächste Woche unbedingt. Also wir haben dann nächste Woche die große Transfer-Update-Show Teil 1. Ja, und dann, wenn das Transferfenster geschlossen hat, Teil 2. Ah, wann ist das Transferfenster geschlossen? Muss man nachschauen. Ich weiß nicht, ob es im Profibereich ist auch... Ist das nicht erst am 6. Februar? Ja, genau. Da wäre es 6. 7. Februar ist es auf alle Fälle im Unterhaus. Ich weiß nicht, ob es da auch... Aber da müsste man ja sogar 3 große Transfer-Update-Shows machen. Warum 3? Ja, weil ja nächste Woche ist dann der 23., wo wir aufzeichnen, und dann der 30. Ja, dazwischen machen wir wieder was anderes. Ach so sind wir. Boah, wir sind Org. Ja, sicher. Ja, wer weiß. Ich meine, in diesen unsicheren Tagen kann ja viel passieren. Ja, das stimmt. Ah. Aber es sind ja allerhand Dinge die ganze Zeit. Ja, ein kurzer Überblick auf das, was wir heute vorhaben. Sag ich ja, das Wintertransferfenster. Da haben wir es. Wintertransferfenster in den verschiedenen Ländern. So, bereits geschlossene, nein. Nur aktuell geöffnete Transferfenster. Das ist schon toll. Transfermarkt.at zeigt dir auch das natürlich an. Österreich bis 6.2. Vollkommen richtig. Boah, wer hat denn das gesagt? Wagner. Überraschend. Ja. Wie ist es in der Regionalliga? Die meisten auch. Ah. Die meisten Transferfenster schließen am 31.01. oder sehr viele. Österreich schließt am 6.2., die Türkei am 8.2., Aserbaidschan am 9.2., Nordmazedonien am 11.2., Ungarn am 14.2., Israel am 1.2. Sensationell. Ich bin gerade draufgekommen, weil ich einen Schluck von meinem Wasser genommen habe, dass wir, wenn wir tatsächlich irgendwann einen Videopodcast haben,
können wir tatsächlich ja auch das Trinken verkaufen. Also die Flaschen, also die Flasche sponsern. Wir könnten uns ja komplett vollkleistern mit Werbung, so wie diese Experten im Fernsehen bei Fußballübertragungen. Ich hätte zum Beispiel voll gern so Fliesennessel auf der Stirn kleben. Es passt nur halb. Dieser Podcast ist nicht politisch. Also wirklich sehr unpolitisch. Ja, das stimmt. Aber Blaues Linz ist trotzdem ein großartiger Verein. Und da fällt mir ein, dass ich mir nicht nur wünsche, aus bekannten Gründen, dass sie in die Bundesliga aufsteigen, sondern jetzt gibt es sogar noch einen Grund, warum ich es mir wünschen kann, weil ich bin jetzt seit kurzem wieder offizieller Redakteur für Blaues Linz zuständig bei den Magazinen der österreichischen Bundesliga. Und das heißt, wenn die aufsteigen würden, würde ich die wahrscheinlich nicht mitnehmen. Das wäre natürlich toll. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, starten wir rein, oder? Ja, ich wollte kurz sagen, was wir heute besprechen. Also wir haben von der letzten Runde noch übernommen, dachte ich mir, dass wir das letztes Mal nicht schaffen. Wir reden über die Jugendturniererfolge der sonst in vielerlei Hinsicht durchaus krisengebeutelten Wiener Vereine. Wir reden über das überraschende Karriereende von Hartberg-Kapitän, Identifikationsfigur und auch Torhüter. René Swette. Und wir vergessen nicht auf eine Fanfrage, die wir vielleicht zweimal nicht beachtet haben. Entschuldigung dafür. Wir reden über Oliver Glasner und Jérôme Angouiné. Genau, da gab es eine Frage von Timon et Ballwelt, die vom 13. Dezember noch stammt. Also da wird es höchste Zeit, dass wir das Thema angehen. Wir sind manchmal zu ehrlich. Warum? Ja, aber es hätten ja jetzt alle anderen Menschen, die uns hören, nicht gewusst, dass wir so lang, aber trotzdem bitte, wir sind normale, es tut uns wirklich leid und normalerweise ist es immer nicht so langsam. Ja, stimmt. Starten wir rein. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Herzlich willkommen zur 133. Runde von DBLDW. Endlich wieder eine wöchentliche Episode. Ja, wir nehmen regelmäßig auf. Endlich wieder die beste Liga der Welt. Wagner sitzt hier, Schaub auch. Und Kartnick, der schwingt das Tanzbein bei Dancing Stars. Und nein, das ist kein WLAN-Passwort. Servus Peter K. Wagner. Hallo, lieber Fabian. Ah, schön. Richtig, wir haben ja gerade dieses Gespräch gehabt, dass es ein WLAN-Passwort gibt, das so ähnlich klingt. Ja, lustig. Hannes Kartnick, ich habe gehört, er möchte abnehmen, weil nachdem ich ihn bei Thomas Seidel bei Radio Steiermark gehört habe, hat man schon mitbekommen, dass er gesundheitlich nicht mehr unbedingt bestens drauf ist. Wir können schon vorstellen, dass das ist schon ein Mensch, der gerne bei Veranstaltungen, weil kann man schon vorstellen, dass der gewisse Tanzaffinität hat, habe ich auch durchaus so gehört. Warum nicht? Ja, Grüße gehen auch raus an Thomas Seidel, du hast ihn erwähnt. Ein treuer Hörer und war auch schon zu Gast bei uns. Mhm. Die Bonusrunde des Grazer Derbys. Ja. Alle, die es nicht gehört haben, jetzt zahlt es einem aus, aber eine sehr empfehlenswerte Bonusrunde, genauso wie die mit Family Adamu. Starten wir rein. Jugendturniere. Du hast es angesprochen, sowohl Rapid als auch die Austria Wien haben Erfolge verzeichnet und dir war das ein extrem großes Anliegen, dass wir darüber reden. Dementsprechend machen wir das auch. Ja, und zwar war es so, dass es einerseits diesen durchaus sehr berühmten Junior Cup in Sindelfingen gibt, der von Mercedes-Benz gesponsert wird. Und der ist nach zweijähriger Zwangspause aufgrund von Corona wieder zurückgekehrt. Der gilt ja mehr oder weniger als Treffpunkt der Jugendelite in Europa. Dort hat zum Beispiel vor 10 Jahren ein gewisser Joshua Kimmich den Titel des besten Spielers des Turniers eingeheimst. Und da gab es auch viele andere große Namen des Weltfußballs, darf man tatsächlich sagen, die dort gespielt haben. Nämlich unter anderem Marcus Rashford, Leroy Sané, Sami Khedira, Christoph Kramer, Manuel Neuer, Mesut Özil und sogar Benedikt Höwedes. Leider ist mir jetzt kein recherchiert, der wirklich kein großer Fußballer ist, verdammt. Ja, jedenfalls, und
die mitgespielt haben halt VfB Stuttgart, Benfica, Manchester United, Galatasaray, die übrigens von sehr vielen Fans begleitet worden sind. Da gibt es auch ein ganz charmantes Video, also eher uncharmantes Video, wie sie die Spieler von Rapid Wien begrüßen. Und RB Leipzig war dabei, Köln, Augsburg und Titelverteidiger, nämlich Rapid Wien, die auch tatsächlich ihren Titel verteidigen konnten. Wer dort auch gespielt hat übrigens, der einst ist Yusuf Demir. Der ist dort mit 15 Jahren bereits zum Spieler des Turniers gewählt worden. Also zur Einordnung, dort spielt so Daumen mal Pi ungefähr die U19. Mhm. Ja. Genau. Und das Interessante ist, dass Rapid das gewonnen hat. Gleichzeitig hat die Austria den Rewe Junior Cup in Göttingen gewonnen. Dazu dann später mehr. Aber das waren für die beiden Wiener Vereine sehr positive Nachrichten in durchaus turbulenten, schwierigen Zeiten, die wir ja eh in einer längeren Pressekonferenz letztes Mal besprochen haben. Finde ich wirklich tatsächlich nicht uninteressant, weil ich das alles, also hinterfragenswert ist jetzt vielleicht zu negativ ausgedrückt, aber sagen wir zumindest, es ist eine Analyse wert oder einen genaueren Blick. Man hört es immer wieder, dass da österreichische Vereine kommen zum Argument, oder da jetzt gerade halt Rapid, die Austria gut abschneiden, und die Frage ist, was bedeutet das wirklich und was sagt das aus? Und da dachte ich mir, ich frage jemanden, der regelmäßig bei den U16-Spielen der Admira zugegen ist, und den habe ich nicht erreicht, deswegen frage ich dich. Nein, natürlich frage ich dich. Da muss ich mal wirklich dazu sagen, dieses ganze U16-Admira-Ding, das tut mir immer... Das ist ein Running Gag. Ja, aber die Admira... Ich sehe sie genauso, aber es gibt andere Akademien, die ich wesentlich öfter sehe. Okay, welche zum Beispiel? Ja, logischerweise die Steirische Fußballakademie, aber ich sehe auch Akademie Burgenland, Rapid, Deine Wölfe. Vorarlberg. WRC habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht so oft gesehen. Oh je. St. Pölten. So. Also eigentlich ein bisschen ein Irrglaube. Aber natürlich auch die U16 der Admira natürlich, aber... Wollte ich nur mal aufklären damit. Ja. Aber wir können den Running Gag ja ändern und sagen, die U16 der Vorarlberger Akademie. Na, passt schon. da würde der richtig lügen. Jedenfalls. Das stimmt aber nicht. Ich glaube, die Vorarlberger Akademie öfter gesehen als die Admira Akademie in den letzten 12 Monaten. Ja. Aber nicht in Vorarlberg. In Vorarlberg nicht. Ja, dann. Gut. Ist nicht uninteressant. Also, das wird natürlich dann medial breitgetreten, da hört man davon, und das ist dann natürlich eine tolle Sache. Rapid stellte auch den Spieler des Turniers einmal mehr. Der junge Mann heißt. Soll ich sagen? Ja, bitte. Nikolas Bajlic. Ja, ich glaube auch, ich habe auf Transfermarkt tatsächlich das Aussprache-Audio-File noch nicht gefunden. Okay. So weit kam es nicht. Aber der ist ja tatsächlich ein ehemaliger Austria und FC Köln-Jugendspieler, der dann Anfang 22 zurück zu Rapid gegangen ist. Ich glaube, dass den auch andere Bundesligisten wollten. Es Sturm, glaube ich, und die Austria, da, ich habe es jetzt leider nicht mehr am Schirm. Du weißt mehr da über ihn. Ja, mehr jetzt nicht im Detail. Natürlich ein herausragender Fußballer, der eine sehr gute Technik, aber auch sehr intelligent ist. Eine sehr gute Technik hat und auch sehr intelligent ist. Er war in der Jugend immer bei der Austria, ist dann vor gut 2 Jahren zum FC Köln gewechselt in die Jugend. Muss ich sagen, habe ihn dann dort natürlich kaum verfolgt und ist dann doch etwas überraschend im Jänner 2022, also vor gut einem Jahr, zurück nach Wien gewechselt, aber zum Stadtrivalen, nämlich zu Rapid. Und ja, ein großartiger Fußballer, wie gesagt, ist schon für sein Alter sehr weit, aber man darf bei diesen Turnieren auch nie vergessen, dass das ist halt ein Kleinfeldturnier, das ist ein Hallenturnier, und die Spieler, die da herausstechen, sind halt oft technisch sehr versierte Spieler, auch ein Enes Tepecik, es gibt, glaube ich, wenig Spieler, denen das mehr liegt, ja, auch, kann mir gut vorstellen, Almir Oda wäre auch richtig gut aufgehoben bei solchen Turnieren, und dementsprechend, ja, das ist ein Unterschied, ob man jetzt Großfeld spielt oder 5+1, und ich glaube 5+1 wird gespielt dort beim Mercedes Cup. Hat man als Österreicher tatsächlich sogar diesen Kleinfeldfußball oder sagen wir mal Hallenfußball mehr drin als andere Länder? Aber ich meine, in Deutschland gibt es das ja auch ein bisschen. In England kennt man Five-a-Side-Football genauso, oder? Weil bei uns ist das ja relativ manifestiert. Also gerade in jungen Jahren zum Beispiel, gerade im Schulfußball spielst du einfach oft das. Ist das anders in Österreich als in anderen Ländern? Schwer zum sagen. Ich würde eher nein sagen. Ich würde erst sogar sagen, oder
ich würde sogar eher sagen, dass dieser Kleinfeldfußball in Österreich eher weniger ist als in anderen Ländern. Ah, ja. Was bei uns ja ganz schwach ist, muss man sagen, ist Futsalfußball. Also der wird ja kaum gefördert und auch kaum gespielt. Also es wird bei uns ja meistens mit Bande gespielt und zur Turnier wird ja auch mit Bande gespielt. In anderen Ländern, auch vor allem in Balkanländern, wird sehr viel Futsal gespielt. Da wird auch, muss man sagen, auch mehr Käfigfußball gespielt. Ich finde, dass es in Österreich jetzt nicht so viel ist und wir dementsprechend, ist es schon eine Überraschung, dass wir da auch so präsent sind bei den Turnieren. Wobei ich muss fairerweise sagen, ich habe bei beiden Turnieren, sowohl beim Mercedes-Benz Cup als auch beim Rewe Junior Cup, jetzt nicht das Teilnehmerfeld angesehen und ich glaube auch, dass ich bei den meisten Vereinen, die jetzt nicht aus Österreich sind, kaum Jugendspieler kennen und dementsprechend ist es sehr schwierig, das Niveau einzuordnen. Ne? Ja, das ist nämlich das Thema und ich habe das versucht ein bisschen nachzuvollziehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass diese Turniere auch, das war übertragen auch tatsächlich. Mhm. Ich habe jetzt auch leider nicht geschafft, ein Spiel anzuschauen, habe aber dann im Nachhinein mich informiert und es war wohl so, dass die meisten Mannschaften tatsächlich mit ihrer U19 dort waren und jetzt nicht unbedingt mit der U19, wo Spieler dabei waren, die schon in den jeweiligen Vereinen ihre ersten Mannschaft gespielt haben. Also ich habe es mal ganz konkret bei den deutschen Mannschaften angeschaut, die waren tatsächlich mit ihrer U19 dort und tatsächlich kein Spieler dabei, der Einsätze oben auch schon mitgebracht hat. Ganz interessant ist, dass am Rande des Turniers hat sich der ehemalige Köln und Hoffenheim und glaube ich Hamburg auch, Trainer Markus Gisdol im Interview bei Sport1 relativ kritisch geäußert. Der hat gemeint, dass der Nachwuchs merklich schlechter geworden ist über die Pandemie hinweg und er vermisst vor allem den Spielwitz. Und interessanterweise, der Schirmherr war Kakao, du erinnerst dich, der ehemalige Stürmer vom VfB Stuttgart. Und der hat auch gemeint, dass es auffällig ist, dass das Niveau nicht so hoch ist. Und das Zitat ist, die besten Spieler sind mit den Profiteams im Trainingslager. Das ist, finde ich, ist ganz interessant. Also vielleicht war der Marcus Rashford quasi nicht dabei bei Manchester United. Aber dazu jetzt im Umkehrschluss zum Kader von Rapid, da kannst du mehr dazu sagen zu dem einen oder anderen. Ich lese jetzt einmal ganz schnell vor. Dabei waren Orgler, Göschel, Tambue Kasengele, Winze, Tepecik. Bajlic, Lang, Dursun, Duric, Lindmoser, Sladic und Zivkovic. Kannst du uns eine Einschätzung geben? Also ich weiß natürlich, der Kader, kann man sagen, eine Mischung zwischen sehr talentierten U18-Spielern und schon Zweitligaspielern bei Rapid 2. Also vor allem von Bajlic, wer es gesehen hat, Laola 1 hat sich auch die Mühe gemacht, dieses Tor noch einmal rauszusuchen, dass er sein erstes Tor für die zweite Mannschaft von Rapid in Kapfenberg im Herbst, was ja, also das habe ich mir damals, kann mich erinnern, auch schon angeschaut, weil das ein sehr schönes Weitschusstor war. Da gibt es schon den einen oder anderen, wie du sagst, der schon Erfahrung im Profifußball hat. Oder halt im Halbprofifußball. Ja, Profifußball auf jeden Fall. Also wir haben in der zweiten Liga, da muss man eben differenzieren zwischen Deutschland und Österreich. Das ist einfach ganz anders aufgebaut, die Struktur von der Jugend weg bis hin zur ersten Mannschaft. Wie schaffe ich Durchgängigkeit? Wie schaffe ich es, meine Spieler aus der Jugend in die erste Mannschaft zu bekommen? Da habe ich in Deutschland eben zwei grobe Ansätze. Der eine Ansatz ist Akademie, danach U21, U23, die dann irgendwo in der dritten, vierten, fünften Liga spielt und danach der Sprung in die erste Mannschaft, der natürlich groß ist. Oder ich habe in Deutschland den Ansatz, ich gehe bis zu U18, so A-Jugend, B-Jugend, irgend sowas, und schiebe die Spieler dann danach über Leihverträge oder weil sie schon so weit sind, in den Profikader zur Lizenzmannschaft. In Österreich ist das jetzt gerade bei Rapid so, da habe ich ganz klar ein Muster, wie es funktioniert. Ich habe die Spieler in der Akademie U15, U16, U18 und spätestens dann nach der U18, wenn sie die Qualität haben, sind sie im Kader der zweiten Mannschaft. Die Talentierteren, die kommen auch schon früher die Chance, sich zu beweisen und mitzutrainieren, und danach spiele ich zweite Liga. Und der Sprung dann ist nicht mehr so groß. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ich früher in den Erwachsenenfußball komme, weil ich schneller die Anpassung habe. Und natürlich ist das für die Vereine ein super Asset, dem Spieler zu verkaufen: schau, bleib bei uns, weil da ist ein klarer Weg und du schaffst sehr schnell in den Erwachsenenfußball. Und das ist ja die schwierigste Anpassung, vom Kinderfußball oder vom Jugendfußball in den Erwachsenenfußball reinzukommen. Und in weiterer Instanz, von der zweiten Liga in die erste Liga, ist der Sprung nicht mehr so groß.
als jetzt zum Beispiel von der dritten Liga in die erste Liga oder vielleicht sogar bei manchen Vereinen von der vierten in die erste. Und das ist natürlich toll. Und wenn ich mir dann anschaue, den Kader von Rapid, Orgler, Göschl haben schon zweite Liga gespielt, Tamberg, Kassengele, eigentlich die Stammkraft hinten mittlerweile, auch Dominik Winz, weiß nicht, wie man ausspricht, Tepecik, Beilitsch, Lang, die haben alle schon Zweitliga-Fußball gespielt, Erwachsenen-Fußball gespielt. Das ist dann natürlich ein Unterschied, ob ich das schon erfahren habe und gemerkt habe, wie es im Erwachsenen-Fußball zugeht oder nicht. Und das kann dann auch bei solchen Turnieren ein Vorteil sein. Ich muss sagen, in Wien gibt es einfach auch sehr viele feine Zocker, wie man so ganz sagt, die einfach im 1-1-Qualitäten haben. Und ja, sind natürlich sehr gute Spieler dabei. Also so ein Enes Tepecik, dem wurde immer nachgesagt, ja, da kommt der nächste Yusuf Demir, würde ich auf keinen Fall auf eine Stufe mit ihm stellen, weil Yusuf Demir ist ein außergewöhnlicher Spieler über einige Jahre hinweg, finde ich. Das ist jetzt nicht so einer, der mal alle 2-3 Jahre bekommt. Aber Enes Tepecik hat natürlich richtig viel Qualität am Ball und Lösungen auf engstem Raum zu finden. Und er hat eine tolle Ballbehandlung und hat eine gewisse Ballsicherheit auch in Duellen. Ja. Aber er ist meiner Meinung nach trotzdem eine ganz andere Liga als jetzt der Yusuf Demir. Und der als 19-Jähriger wohlgemerkt, auch wenn man jetzt sagt, ja, der ist in Galatasaray, man darf nicht vergessen, da haben die Berater vielleicht oder wer auch immer ihn berät, sehr viel falsch gemacht. Vielleicht sogar fast alles. Und trotzdem hat er für Barcelona Champions League gespielt. Trotzdem hat er in der österreichischen Bundesliga schon, weiß nicht wie viele Spiele gemacht und Scorerpunkte. Und er spielt auch trotzdem in der höchsten Liga der Türkei bei einem absoluten Top-Club mit Galatasaray. Und das alles mit 19 Jahren. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ja, und ist ja tatsächlich, also er kommt jetzt eher zu kurz einsetzen, aber bei ja, Galatasaray ist es ja, und auch wenn man den Kader anschaut und wer dort spielt und also. Weil wie viele 19-Jährige spielen tatsächlich auch jetzt in der österreichischen Bundesliga? Ja, ja. Und das ist einfach, wie gesagt, das ist ein Ausnahmespieler und Enes Tepecik ist gut ein 8 Monate, glaube ich, älter als Yusuf Demir. Acht Monate jünger als Yusuf Demir. Und 2004er. Ja, mein früher. Und der Yusuf Demir ist, glaube ich, 2004er, Juni. Genau. Ja. Und dementsprechend muss man sagen, Yusuf Demir war vor 8 Monaten auch schon der war schon österreichischer Bundesligaspieler. Eigentlich gestandener fast, kann man sagen. Und Enes Tepecik spielt zweite österreichische Bundesliga und macht das gut, kein Thema. Guter Spieler. Ich möchte nur sagen, es ist kein zweiter Yusuf Demir, weil Yusuf Demir außergewöhnlich gut ist. Und der war natürlich auch Spieler des Turniers. Beilitsch kenne ich gar nicht so gut, weil er eben, wie gesagt, erst seit einem Jahr wieder da ist. Wie gesagt, Almir Oda ist noch ein sehr guter Spieler, der aber da nicht dabei war. Und man hat natürlich zwei, für mich, auch sehr große Talente mitgehabt mit Lorenz Laditz und Jovan Zivkovic. Jovan Zivkovic, also in beides Jahren 2006. Und Jovan Zivkovic ist für mich eines der Stürmertalente in Österreich. Hat für das serbische Nationalteam gespielt. Ich glaube, spielt jetzt fürs österreichische auch. Und ja, ist einfach. Und der kommt vor allem über seine Geschwindigkeit. Also ich glaube, dass der am Großfeld noch viel mehr zeigen kann. Und der ist 2006 geboren. Auch Lorenz Laditz, der ist, glaube ich, fast ein 2,7er. Also wirklich extrem spannende Spieler, talentierte Spieler, die auf alle Fälle ein Talent mit haben, das sie sehr weit bringen kann. Und bei Lorenz Laditz, sehr lustig. Tatsächlich übrigens November 2006, sehr gut gemerkt. Ich muss nur nachschauen, ob Lorenz Laditz hat einen Cousin, der bei der Austria Wien spielt und ich behaupte, die haben am selben Tag Geburtstag. Es kann auch sein, dass es jetzt völlig falsch ist, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es stimmt. Und ich war nämlich mal bei einem kleinen Wiener Derby, so das Wiener Derby, hat der den 16. gleichen Namen, oder? Auch Laditz, ja. Okay. Und ich war bei Nummer 16 Spiel, das war gut vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, Austria gegen Rapid und ich stand neben dem Opa von den Slaritz-Cousins und der hat mir das dann erzählt. Wirklich? Wenn ich jetzt, ich hoffe, ich verwechsel es nicht, aber ich glaube, das waren die. Ja, ich finde ihn jetzt, auf die schnelle nette, aber wir lassen uns gerne eine nette Anekdote, falls es nicht stimmt. Ja. Jedenfalls, was ich nur dazu sagen wollte, ist, dass Balic dann ja tatsächlich und auch Tepecik tatsächlich beim Auftakt-Testspiel von Rapid gegen Donaufeld, gegen die Regionalligisten, jeweils zum Einsatz kamen und auch jeweils ein Tor vorbereitet haben beim 6:0. Tepecik ist aufgrund einer längeren Verletzung und wie auch immer allerdings nicht vorgesehen, wurde nicht berücksichtigt fürs Trainingslager. Tepecik ist dabei. Tepecik hat übrigens Achter gespielt im Testspiel. Siehst du den auch als Achter?
ich sehe ihn eher als Zehner, er ist halt schon dieser kreative. Also Balic hat 8 gespielt, ja, genau, Debicic ist eher auf der Seite, oder? Ich weiß nicht, ob schwierig. Ich sehe ihn eher als Zehner, ja. Noch mehr hinter der Spitze, ein bisschen hinter den Linien als Freigeist, auch der die Duelle sucht. Ich weiß jetzt nicht genau über den Antritt von Enes Tepecik Bescheid, der ja doch ganz wichtig wäre, wenn ich über den Flügel komme. Aber ja, Bajic ist auf alle Fälle 6-8er, der im Zentrum eher eine Reihe weiter hinten agiert. Ja. Klingt so ähnlich wie Ante Bajic. Da muss man aufpassen, wenn man ausspricht. Ja, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ja, ich weiß auch, es auch, wenn ich es falsch mache. Bajic. Man liest halt die Namen immer nur. Und ja, Niklas Lang übrigens, der kam von der Akademie Burgenland. Der hat letztes Jahr noch U18 ÖFB-Jugendliga in Burgenland gespielt. Kommt jetzt vermehrt zu Einsätzen bei der zweiten Mannschaft. War von dem Jahrgang bei Burgenland sicher der attraktivste oder spannendste Spieler am Feld. Ob ihm der Sprung in die österreichische Bundesliga dann schafft, wird man sehen. Also da bin ich gespannt. Ja. Aber ansonsten auch Kassian Gehle, einfach ein extrem physisch starker Spieler, der mit seinen 18 Jahren schon extremst weit ist. Der auch über ein gutes Stellungsspiel verfügt, ein gewisses Tempo mitbringt. Also auch da kommt sicher einer nach bei Rapid, der auch die Möglichkeit hat und der auch auf kurz oder lang vermutlich den nächsten Schritt machen kann. Und das, der Mercedes Cup ist ja auch immer grundsätzlich gut besetzt. Wenn du es gesagt, heuer nicht so. Aber grundsätzlich ist es schon ein Pokal, der gut besetzt ist, wo auch schon Pascal Fallmann, Moormann war glaube ich auch einmal dabei, die jetzt alle schon im Kader der Ersten sind. Und dementsprechend ist es trotzdem ein Cup, der irgendwo eine gewisse Wertigkeit hat und deswegen auch medial so sag ich mal, beliebt war oder gepusht worden ist, wie auch immer. Also auch eine Auszeichnung, dass Rapid dort tatsächlich teilnehmen darf, kann man so auch sagen. Wobei man könnte sich natürlich fragen, warum der Verein, der sicher die größte Quantität an Qualität herausbringt, Jahr für Jahr im Nachwuchsfußball, nämlich Red Bull Salzburg, der zum Beispiel nicht zu Gast ist, aber es ist ja RB Leipzig zum Beispiel dabei. So, und das andere traditionelle U19-Hallenturnier fand statt in Göttingen und war der Rewe Junior Cup. Und den hat tatsächlich die Austria für sich entschieden. Gegen so Mannschaften wie den deutschen U19-Tabellenführer FSV Mainz 05. Union Berlin war dabei, Manchester United, Hannover 96, Fulham FC und so weiter. Da übrigens im Kader bei der Austria auch ganz viele Spieler, die ich allerdings tatsächlich nicht kenne. Übrigens, ich glaube, ich weiß, welcher Spieler das ist. Felix Fischer ist, glaube ich, der Cousin von Lorenz Laditz. Ah. Ich hoffe, ich liege da auch richtig. Bitte um Korrektur, falls es falsch ist, aber das sollte stimmen. Ja. Na, jedenfalls, bei der Austria war es tatsächlich eine U19-Mannschaft. Kenan Jusic ist auch zum besten Torhüter des Turniers geworden. Das war die andere Geschichte, wo ich tatsächlich auch relativ wenig dazu sagen kann. Außer, dass ich drauf gekommen bin, dass zum Beispiel der Spieler des Turniers war zum Beispiel ein gewisser Kes Smith und der spielt zum Beispiel in der U18 von Alkmaar und ist mit seiner Mannschaft Dritter geworden. Also auch dort waren jetzt nicht unbedingt die Erstliga. Aber dennoch sieht man, man muss ja sagen, bei der Austria und bei Rapid sind ja auch keine Spieler dabei aus der ersten Bundesliga. Da ist vielleicht der eine oder andere. Natürlich, ja. Die könnten auch andere, ja. Nur, ja, man muss einfach sagen, dass in Österreich diese Möglichkeit mit der zweiten Liga, die eine gewisse Wertigkeit hat, einfach frühe Erfahrungen sammeln und dann auch eine schnellere Anpassung an den erwachsenen Fußball schafft. Ja. Und das ist super, muss man wirklich sagen, für den Fußball in Österreich. Weil wir auch immer schimpfen über für Dinge oder sagen, das läuft nicht so gut, aber das gehört auch gelobt. Und finde ich gut, dass du das extra ansprichst. Ja, auf jeden Fall. Na, ich habe das tatsächlich interessant gefunden und deswegen haben wir das damit angesprochen, abgehakt und wünschen noch einen schönen... Nein, wir gehen weiter zum zweiten Punkt. Wir gehen weiter zu Rene Svette. Das war ein schöner Übergang, oder? Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht warten soll, bevor du das gedrückt hast. Ja, und ich habe für dich, lieber Fabio, zum Abgang der Identifikationsfigur, des Publikumslieblings, des Mr. Hartberg der letzten Jahre, zum Abgang des in Wien gebürtigen Stammtorhüters Rene Svette, der jetzt mit Anfang 30 erst, muss man sagen, seine Karriere von heute auf morgen beendet,
ein großes Reneswette Abschiedsquiz vorbereitet. Wow. Oder wie es auch heißt, 6 Fakten, die Reneswette dir nie verraten hat, Fabio Schaub. Genau. Das wird Überraschung. Das ist die Überraschung. Ihr müsst wissen, der Peter sagt mir seit gefühlt 2 Stunden, heute gibt es eine Überraschung, heute habe ich was mit, heute ist was Tolles. Und ich habe wieder auf eine Geschichte gehofft. Ja, die leider. Geschichte des Reneswette vielleicht. Na. Aber ja, kann man nichts machen. Ja, aber jedenfalls, darf ich anfangen? Ja, ich bitte darum. Ja. Also sie kommen plötzlich, sie sind unbeliebt und nur wenige haben für sie Verständnis. Und die Rede ist von 2 zeitgenössischen Trends. Einerseits Klimakleber innen auf den Straßen und andererseits... Dieser Podcast ist nicht politisch. Gut, den blauen Slitzern zum Sport. Weiter. Und andererseits die Rücktritte von österreichischen Sportgrößen. Abwehrchef Martin Hinteregger, Abfahrtskönig Matthias Mayer und jetzt Tormann Renes Wette. Ja, Matthias Mayer ist auch zurückgetreten. Ich weiß nicht, wie kriegst du. Nach dem Training hat er gesagt, zum Paris sage ich morgen nicht mehr. Ah, wirklich? Hat er bei Rex gesagt, kommt aber überraschend. Okay. Das war lustig. Wann war das? Jetzt vor wenigen Wochen, Tagen, okay, wirklich vor kurzem. Jedenfalls nur so ein bisschen zum Einordnen. Also Renes Wette war seit 2017 bei Hartberg, war davor vereinslos ein halbes Jahr und hat dann auch im Interview, in seinem quasi Abschiedsinterview in der kleinen Zeitung mit Clemens Tietzer, hat er dann auch gemeint, dass er sehr dankbar ist, Hartberg, dass er damals diese Chance noch bekommen hat. War ja davor beim FAC, bei Grödig und wie auch immer. Weil er doch immer wieder darum überlegt hat, das Profitum zu lassen und ist dann aber trotzdem bei Hartberg jetzt jahrelang, 5 Jahre Bundesliga, bis in die Europa-Quali, war eben Identifikationsfigur, Kapitän und sicher jetzt nicht der beste Tormann, aber er hat seine Qualitäten vor allem auf der Linie gehabt und war, glaube ich, vor allem also in meiner Wahrnehmung für die Kabine, für die Mannschaft als Leader eine sehr, sehr wichtige Figur, hat sich auch einmal getraut, etwas anzusprechen, wenn es nicht so lief. Anscheinend gab es auch schon ein Gespräch mit Erich Kohrherr, ob es vielleicht in die Richtung Weiterbeschäftigung geht, aber er lässt sich alles offen, hat irgendwie gemeint, er möchte vielleicht wieder nach Wien zurück, wohnt jetzt anscheinend in Graz. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Es dürfte alles relativ spontan gewesen sein, er hat dann schon gemeint, dass er Kohrherr-Shop frühzeitig Bescheid gegeben hat, aber ist schon eher eine überraschende Geschichte gewesen. Wurde auch direkt angesprochen darauf, ob es vielleicht mit Depressionen oder ähnlichen Dingen zu tun hat. Meine Damen und Herren, Sie hören das Quiz, wo es keine Fragen gibt. Gut, ich wollte nur einordnen, weil Werder Bremens Niklas Schmidt unlängst von Depressionen erzählt hat, das hat Clemens Dietzen gefragt, und dann hat er gesagt, Ihnen geht es eh gut, und er hat gesagt, ja, definitiv keine Sorge, aber Fußballprofi zu sein, ist eine kräftezehrende Arbeit, es geht permanent um Leistung, man muss permanent liefern, ich merke auch am eigenen Körper, dass es reicht. Ich war zuletzt immer wieder krank, es waren 27 wunderschöne Jahre als Fußballer und jetzt kommt eine andere wunderschöne Zeit. So, und jetzt kommen wir zum großen Quiz. Ja, Renes Wette ist zurückgetreten. Was hat das alles mit Innsbruck zu tun, lieber Fabio? Und es gibt jetzt immer 3 Antwortmöglichkeiten und du musst dann sagen, welche die richtige ist. Okay. Antwortmöglichkeit A. Renes Wette hatte einen Vorvertrag bei Wacker Innsbruck für Sommer unterschrieben. Antwortmöglichkeit B. Renes Wette könnte vielleicht in die Tiroler Landeshauptstadt ziehen, um ein neues Leben zu starten, weil seine Freundin dort wohnt und arbeitet. Antwort C. Renes Wetters Namensvetter atmet auf, weil er endlich der einzige Profitormann namens Renes Wette in Österreich ist. C. Ja, und richtig! Richtig, du weißt das. Okay, schön. Wer ist denn da Renes Wette 2? Weiß ich nicht. Ja, es ist ein Eishockey-Torhüter, ah, okay, der tatsächlich aber mit 2 T geschrieben wird. Er ist 2-mal Meister geworden mit dem KC 2009 und 2013, ist auch Teamtorhüter gewesen oder glaube ich noch immer, weiß ich nicht, und spielt aktuell bei den Haien aus Innsbruck. Sehr schön, sehr schön. Und ist dort tatsächlich Erster mit denen, sehr überraschend. Also ich bin jetzt Eishockey finden, was ist tatsächlich überraschend. So, Frage Nummer 2. Wen schoss Renes Wette im April 2015 als Torhüter des FAC ab? A. Den sprichwörtlichen Vogel, B. Heiko Vogel, C. Lassat Chabi. Lassat Chabi. Richtig, kannst du dich erinnern? Ja, gegen Austria Lustenau. Richtig, ja. Es war nämlich durchaus eher bewusst und absichtlich wohl, dass er das gemacht hat. Frage Nummer 3. Warum spielte Renes Wette im Jahr 2016 nicht bei Bayern München? Antwort A, weil er nicht gut genug war. Antwort B, weil er Alkohol trinkt. Antwort C, weil er als 14-Jähriger ein Angebot der Bayern Akademie ablehnte. Es ist Antwort A, aber du weißt ja nicht, ob es stimmt. Na, also eigentlich ist es tatsächlich nicht Antwort A. Sondern? Ich meine, Antwort A ist tatsächlich auch richtig, nein, aber es ist eigentlich Antwort B. Das wissen wir nicht. Achso, ja, stimmt. Vielleicht.
Weil die richtige Antwort ist sowieso B, weil er Alkohol trinkt. Und zwar darf ich dir das ist jetzt natürlich gemein. Jetzt wollt ihr da tatsächlich ein Zitat vorlesen und das kann er jetzt nicht vorlesen, weil der Standard der Meinung ist, dass sie registriert sein sollte bei Ihnen. Okay. Ja, weißt du es ungefähr? Ja, es hat damals einen Körperverletzungsprozess gegen René Svette gegeben, wegen einem Streit mit seiner Freundin, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, und damals Ex-Freundin. Die haben sich gegenseitig unglaublichste Dinge vorgeworfen und vor Gericht ist dann durchaus rausgekommen, dass beide durchaus Dinge gemacht haben. Also es hat zuerst so gewirkt, dass ob René Svette einfach seine damalige Freundin verletzt hat und angegriffen hat, und dann ist man drauf gekommen, dass sie auch etwas gemacht hat, weil es dann Überwachungskameras gegeben. Wie auch immer, ist mir dann geendet so, dass es eine kleine Strafe gegeben hat und dann war ich alles okay. Und der Artikel war sehr süffisant und nett geschrieben und das ist am Anfang darüber gestanden, welche alle Teilnehmer an diesem Prozess, nämlich der Staatsanwalt und der Verteidiger und der Angeklagte alle, und das war aber sie auch angeklagt, muss man dazu sagen, dass die drei alle Fußball spielen, aber in unterschiedlichen Ligen, und am Ende hat dann anscheinend der Richter gemeint, dass das wohl der Grund ist, warum er sagt, es ist traurig, dass Fußball in der Öffentlichkeit so viel Alkohol trinken und in der Öffentlichkeit sich zeigen und dann so geben, aber das ist vielleicht auch der Grund, warum er nicht bei Bayern München spielt. Ja, also okay. So hat der Richter das damals ausgeführt. Frage Nummer 4. Wer war... Das ist die dümmste Frage. Du stehst, der Tritt zurück war ein toller Fußballer und der haust sowas raus. Also, ja. Aber ist total Feingefühl bei Wagner gleich null. Ist total, das K steht für kompromisslos. Kompromisslos. Der Kompromiss ist immer, wenn beide verlieren. So ist es. Nee, ich finde, das war ja Konsens. Ja. Also, ich finde, dass es auf jeden Fall in der Einordnung diese Facette seiner Karriere auf jeden Fall auch drin sein sollte. Das können wir überall nachlesen. Ja, passt. Gut. Frage Nummer 4. Wer war René Svettes Vorbild? Es wird wieder leichter. Antwort A. Wojciech Szczesny. Randbemerkung, Sie haben scheinbar denselben Friseur. B. Iker Casillas oder C. Michael Konsel? Das finde ich überhaupt nicht einfach. Ja, B. Warum? Ha? B. Siehst, hast richtig erraten. Iker Casillas, tatsächlich. Frage Nummer 5. Es sind insgesamt 6 übrigens. Frage Nummer 5. Im April 2015 arbeitete René Svette neben seiner Tätigkeit als Schlussmann beim FAC in der zweithöchsten Spielklasse nebenberuflich. Ja, das ist nicht gut formuliert, das tut mir leid. Perfekt. Wo war er angestellt? A. In der Krankenanstalt Rudolf Stiftung im Büro. B. Bei der MA48 der Stadt Wien für Müllentsorgung im Außendienst. C. Bei der MA2412. A. Völlig richtig. Es war von den Antworten relativ einfach, gell? Ja, er war bei der Rudolf Stiftung. Das ist völlig richtig. So, Frage Nummer 6. Und damit kommen wir leider schon zum Abschluss dieses Quiz. Ich habe jetzt nicht nachvollzogen. Du hast erst eins falsch gehabt, oder? Ja. Nein, ja. Nee, falsch. So relativ. Ja, das ist relativ. Also, ich weiß nicht, vielleicht, ob er wirklich nicht gut genug war für... Ja, stimmt. Ja, okay, da kann man drüber streiten. Ihr habt dann gesagt, dass es zwei Antwortmöglichkeiten theoretisch gibt und eine, die... Ja, okay. Frage Nummer 6. René Svette war schon als Kind großer Fan des Spiels Football Manager am PC. Während der beiden Corona-Lockdowns widmete er sich wieder der Simulation. Welches Team spielte Svette dort? Antwort A. TSV Hartberg. Antwort B. Seinen alten Club FAC, weil Streaming-Star Sealand das Team ebenfalls spielte oder immer spielt. Antwort C. Borussia Mönchengladbach. Ja, das ist gemein. Das ist gemein. Ich, ohne Auswahlmöglichkeiten hätte ich FAC gesagt. Nachdem das dabei ist, nehme ich es nicht. Hartberg oder Gladbach. Muss man einfach... Es ist eh... Gladbach aber hat sich gekauft selbst. Ja, das letzte Detail kann ich nicht feststellen, das ist mir nicht überliefert, diese Information, da müssten wir bei ihm nachfragen. Falls er das jetzt zufällig hört, wobei wenn er es hört, hat er jetzt sicher abgeschalten wegen dem Prozessverweis, kann uns das ja nachreichen. Es ist tatsächlich Borussia Mönchengladbach. Sehr gut, lieber Fabi, also da bin ich wirklich durchaus positiv überrascht. Ja. Überraschungen setzt immer... 5 out of 6. Eine also geringe Erwartungshaltung. Ja, na gut, wirklich gut. Freut mich, danke. Hashtag DBLDB. Schönes Quiz, danke dafür. Gerne. Wir könnten das Quiz eigentlich, sollte das Video funktionieren, wir könnten es eigentlich fast... Nein, das geht nicht, weil das haben die Leute dann gehört und dann bringt es nichts mehr. Das müsste man rausschneiden, damit man es verwenden kann. Ja. So, wir haben eine Fanfrage. Ja, wirklich, wir haben eine Fanfrage. Frage. Sehr, ich habe nicht reingesprochen. Man kann reinsprechen, das passt schon. Ist gut, ja. Wir haben uns auch zwischendurch so Überspieler, wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht, so
ein Spieler für Übergänge so. Das ist der von der U-Bahn in Wien, oder? Der kommt immer, wenn Füchse bei der U-Bahn herumlaufen. Fanfragen. Dann kommt. Hast du gesehen das Fuchsfoto? Süß. Nein. Okay. Nein. Timon Ballwelt auf Instagram hat gefragt: Gibt's mal einen kleinen Talk über Oliver Glasner, wo die Reise hingehen kann und wo reiht er sich in der Allzeit-Trainerliste Österreichs ein? Folgefrage: Und wird Jerome Onguene den Sprung in die deutsche Bundesliga schaffen? Aktuelle Rückleihe zu RB-Thema. Wir haben geschrieben, total untergegangen, werden wir demnächst besprechen. Und dann hat er geschrieben, Herr Schaub, nächste Woche bitte, Onguene ist ja jetzt fix. Also noch einmal vielmals um Entschuldigung, dass das so lange gebraucht hat. Aber jetzt sind wir ja bei diesem Thema. Fangen wir an. Oliver Glasner, ja, er hat die Europa League mit Frankfurt gewonnen. Er ist der Senkrechtstarter schlecht hinein. Also man muss wirklich mal sagen, Oliver Glasner, sensationelle Trainerkarriere bis jetzt. Der hat aufgehört, weil er wirklich nicht mehr Fußball spielen durfte oder nicht mehr sollte, weil er ja wirklich einige Platzwunden und Gehirnerschütterungen hatte. Ja, und vor allem eine ganz schlimme Geschichte vor dem Europacup-Spiel. Genau, wo er dann ins Spital, ich glaube in Kopenhagen, wenn ich mich täusche, ins Spital nochmal gegangen ist, weil da Dinge nicht ganz klar waren. Zwecks der Gesundheit wirklich des Spielers und hat dann seine Karriere beendet. War dann, ich weiß nicht, war dann Co-Trainer in Salzburg. Co-Trainer in Salzburg, 2012 ist dann nach Ried gewechselt und war aber nicht lange in Ried bei seinem Heimatclub. Ehe Oliver Glasner sich mit Jürgen Werner getroffen hat und Jürgen Werner ja gesagt hat: Ja, das beim LASK, das geht alles in eine gute Richtung, aber so der richtige Trainer, der fehlt mir halt noch. Und sie sind beide draufgekommen, dass Oliver Glasner genau das richtige Trainer wäre. Und Jürgen Werner hat aber nicht gedacht, dass das realisierbar ist. Und Oliver Glasner hat gesagt, naja, warum denn eigentlich nicht? Und ist dann von Ried zum LASK gewechselt. Und LASK damals in der zweiten Liga. Und sie sind im ersten Jahr nicht einmal aufgestiegen, sondern erst im Folgejahr. Und ja, die weitere Erfolgsgeschichte von LASK und Oliver Glasner kennen wir alle. Also sensationelle Saison. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren gab es kein Team, das so nah dran war an Salzburg wie das Team von Oliver Glasner zu der damaligen Zeit. Und ja, dann den Sprung in die deutsche Bundesliga geschafft zum VfL Wolfsburg. Und jetzt bei der Eintracht Frankfurt wieder bewiesen, wie gut er als Trainer ist. Und hat es geschafft, mit Eintracht Frankfurt die Europa League zu gewinnen. Also eine beeindruckende Karriere bis jetzt, die in Wahrheit noch gar nicht so lang dauert, kommt mir vor. Und man darf wirklich nicht vergessen, Oliver Glasner hat es immer geschafft, in relativ kurzer Zeit seine Mannschaften dorthin zu bringen, wo er sie will. Und der Glasner Fußball ist nicht der einfachste, weil was er wirklich immer schnell geschafft hat, ist, er hat am Anfang seiner Zeit in Wolfsburg und in Frankfurt jetzt nicht unbedingt das Spiel gewonnen. Er hat ganz wenig Spiele verloren. Und ist auf jeden Fall für mich einer der heißesten Traineraktien also in Europa im Gesamt. Ja, ich möchte doch immer wieder betonen, Oliver Glasner, Marco Rose und Christian Ilzer waren alle zeitgleich Trainer in der österreichischen Bundesliga. Ja, du Bundesliga. Sagst das schon seit Jahren. Aber das ist halt, solche Dinge sind halt immer rückblickend bewundernswert und das ist bewundernswert und das ist toll, dass man sieht, auch für Trainer ist die österreichische Bundesliga ein super Sprungbrett bzw. eine tolle Plattform. Und ja, Oliver Glasner kann mittlerweile sich, glaube ich, weltweit sehr viele Vereine aussuchen, die er trainieren möchte und so cool Eintracht Frankfurt als Club ist, ich glaube nicht, dass das seine letzte Station ist. Er wird, glaube ich, noch einmal einen Club trainieren, der vielleicht noch eine Stufe drüber zu stellen ist. Ja, und endlich haben wir wieder gute Trainer in Österreich. Wir haben eine ziemlich lange Zeit gehabt, in der eigentlich niemand im Ausland gefragt war. Gut, jetzt haben wir das derzeit etwas weniger, weil Adi Hütter bzw. Ralf Hasenhüttl ihre Jobs nicht mehr haben. Peter Stöger. Und Peter Stöger auch. Ja. Aber im Großen und Ganzen tut sich da was und es ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu beurteilen. Oliver Glasner jetzt ja auch soll durchaus Kandidat bei FC Chelsea sein, die ja alles andere als erfolgreich sind bis dahin mit dem Herrn Potter. Ja, also ich glaube zum Einordnen ist sowas immer schwierig. Wie misst man Trainer? Gerade wenn man sagt, man hat jetzt vergangene Trainer gehabt, wie ein nehmen wir einen Happel her oder auch einen Hermann Felsner, der damals mit dem FC Genua auch die Coppa Italia gewonnen hat. Aber das sind sehr viele Trainer, die Erfolg gehabt haben in ihrer Zeit. Und wie man das dann einordnet,
ist es immer schwierig. Ja? Wie misst man das? Wer war der beste Spieler, der beste Trainer, der beste Verein? Gerade wenn es Generationen verschoben ist, einfach extrem schwierig. Man kann natürlich an Titel jemanden messen. Man kann auch sagen, wie groß war eigentlich der Abstand zu den Nächsten. Ja? Dann kann man auch so sagen, in der Zeit war es. Aber ich finde das extrem schwierig zu beurteilen. Fakt ist nur, dass Oliver Glasner zur aktuellen Zeit extrem erfolgreich ist. Vielleicht ist er sogar der erfolgreichste Trainer aktuell in Österreich. Mal schon mit dem Europa League-Titel nach Titeln auf alle Fälle. Die Frage ist, wie misst man sowas, was Ralf Hasenhüttl erreicht hat, der doch über Jahre in der Premier League Cheftrainer war. Die Liga, wo vermeintlich die beliebteste Liga ist, die reichste Liga. Auch der 5-Jahres-Wertung nach die erfolgreichste Liga. Und ja, das sind so ein paar Themen. Schwierig zum Einschätzen, aber auf alle Fälle einer der Top-Trainer in Österreich. Und ja, wie gesagt, die Reise ist noch nicht zu Ende. Ich bin sehr gespannt, wo es ihn noch hinverschlägt. Aber ja, sowohl Oliver Glasner, auch Adi Hütter, auch Ralf Hasenhüttl, auch wenn Ralf Hasenhüttl ja, muss man fairerweise sagen, sehr viel deutsches Trainertum oder durch deutsches Trainertum geprägt worden ist, ist es trotzdem eine tolle Sache. Und auch ein Christian Ilzer, der natürlich jetzt noch nicht so weit ist, aber der Weg, den Hütter und Glasner gegangen sind, in dem bewegt sich auch gerade Christian Ilzer gefühlt. Und es wäre nur logisch, wenn er nächstes Jahr genauso in der deutschen Bundesliga Trainer ist. Und dann wird man auch sehen, wie da die Geschichte weitergeht. Dementsprechend, ja, einfach richtig cool, dass da sich so Trainer weiterentwickeln. Und es kommen ja auch einige junge, talentierte Trainer nach. Ja, das ist, ich bin bei dir, es ist tatsächlich das schwierig einzuschätzen. Also es war Peter Stöger, der nach langer, sehr guter Arbeit mit Manfred Schmidt gemeinsam bei Köln dann die Chance erhalten hat, bei Dortmund zumindest Feuerwehrmann zu spielen, weil der war ja dann davor schon im Gespräch, im Sommer ist es dann nicht geworden und dann ist er der Feuerwehrmann geworden. Ja. Ist auch eine große Leistung. Also die Frage ist halt immer, bei welcher Mannschaft du tatsächlich tätig bist und wo du dann halt auch besser nach außen strahlen kannst. Ich bin da ganz bei dir, Ralf Hasenhüttl, über Jahre hinweg in der Premier League und war auch bei Leipzig offensichtlich ein sehr guter Trainer. Ich glaube, bei Unterhachen hat er damals angefangen. Mhm. Hasenhüttl hätte sich die Karriere sicher anders zurechtlegen können, um einmal bei einer Mannschaft zu sein, wo er die Chance hat, in so eine Sphäre zu kommen. Andererseits muss man schon sagen, dass Oliver Glasner bei einer Mannschaft war, die sicher nicht mit dem Ziel angetreten ist, einen Europacup-Titel zu holen. Zumindest war die. Und anschließend jetzt nur die Europa League, aber es ist trotzdem die Europa League. Du musst dorthin kommen. Also du musst dorthin kommen. Und er hat einfach, also Oliver Glasner hat zweifellos überall dort, wo er war, wirklich überragend Erfolg gehabt. Und dementsprechend, wenn er das umlegen kann auf seinen nächsten Verein, der dann vielleicht wirklich Chelsea heißt oder weiß ich nicht, wo auch immer die Reise hingeht. Und so wie ich ihn einschätze, ist das ein Mensch, der durchaus bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Man darf eine Sache nicht vergessen, dass Oliver Glasner ja auch einer ist, der sich immer wieder adaptiert hat, immer wieder neu erfunden hat. Natürlich bleibt er gewissen Prinzipien treu, aber er hat es immer verstanden, dass der Fußball sich weiterentwickelt und dass er vor allem auch mit den Spielern, die er zur Verfügung hat, immer wieder individuell Dinge anpassen muss, damit es funktioniert und nicht auf ein System sich verstarrt, aber trotzdem ganz klar seine Prinzipien hat, auf denen er baut, und das schaffen halt nur die wenigsten. Und ja, wie du sagst, es war immer Erfolg da. Immer. Vielleicht hat er am Anfang immer eine kurze Phase gebraucht, aber dann war immer Erfolg da, und das ist beeindruckend. Ja, und zur Einordnung zu den sonst eigentlich tatsächlich erfolgreichsten österreichischen Trainern, die man jetzt so in den letzten Jahrzehnten hatte, da kommt natürlich sehr schnell auf die zwei Namen, in deren Kreis er sich jetzt auch einordnet, nämlich die österreichischen Trainer, die Europacup-Siege holten, also im Europapokal reüssiert haben. Pardon, da kommt man einerseits in den 60ern zu Béla Gutmann, der für mich sehr schwer zu beurteilen ist. Das ist eine Zeit, die einfach sehr weit weg von dem ist, was jetzt los ist. Ich meine, das haben wir beide tatsächlich nicht unbedingt erlebt, aber der war halt mit Benfica Lissabon zweimal Europapokalsieger, der Landesmeister, 60-61 und 61-62, auch Mitropa-Cup-Sieger 39 mit Újpest Budapest übrigens. Und dann haben wir halt Ernst Happel. Ernst Happel war halt also nicht nur selbst als Fußballer in Sphären, in der österreichische Fußballer danach dann nie mehr hingekommen sind, weil der ist ja dann doch tatsächlich Dritter geworden. Dritter? Doch, die sind Dritter geworden, oder? Oder sind sie nur im Halbfinale gewesen? 54. Ja doch, dritter Platz natürlich, ja. Dritter Platz 1954.
in der Schweiz und war dann halt auch international erfolgreich, nicht nur Europacup-Sieger, der Landesmeister, also vulgo Champions League-Sieger, hat nur damals anders geheißen mit Feyenoord 70 und mit dem HSV 83, sondern halt auch tatsächlich Vize-Weltmeister mit den Niederlanden 78, wo sie an Argentinien im Finale gescheitert sind. Also das ist schon eine Kategorie, wo, das ist halt Spitze, ja. Und es ist aber, Oliver Glasner ist ein junger Trainer, noch verhältnismäßig, hat noch genügend Zeit. Und genauso gebe ich dir recht, Christian Ietzer, ja, warum nicht? Also ja, wenn der schaffen auch, sollte. Entschuldigung, Fakt ist ja auch, dass alle Trainer, die jetzt erfolgreich in der Neuzeit da waren, das waren oder sind Trainer, die durch die Red Bull-Schule gegangen sind oder die von der geprägt worden sind. Das heißt, wenn ich jetzt Glasner, Hütter, Hasenhüttl anspreche, sind das alles Trainer, die bei Red Bull irgendwo mal dabei waren, die jetzt natürlich alle ihren eigenen Stil in einer Form haben, nur die stehen für einen aktiven, intensiven Fußball, der schon in gewissen Mustern, der das vertikale Spiel sucht, der schnell nach Ballgewinn nach vorne will, das eben von viel Laufintensität geprägt ist und so weiter. Und da sieht man schon, dass dieser Red Bull-Fußball, ob es einem gefällt oder nicht, einfach auch zukunftsbestimmend ist, weil das eben der Fußball ist, wohin geht. Und auch ein Ilzer, der vielleicht nicht in der Red Bull-Schule war, aber sein Fußball ja auf ähnlichen Prinzipien und auf einem ähnlichen Ansatz basiert, zumindest was man wahrnimmt. Und ich glaube, das sieht man dann auch bei Salzburg, der ein oder andere Trainer wird da bestimmt noch die nächsten Jahre rauskommen, der sich vielleicht auch dann eines Tages in diese Liste eintragen kann. Und das ist ja auch sehr schön. Auf jeden Fall. Übrigens, was mir jetzt noch schnell untergekommen ist, weil ich mir gedacht habe, irgendeinen gibt es da noch. Ja, tatsächlich, es gibt noch diesen Max Merkel, der ist ja tatsächlich in Österreich geboren. Sagt der Name was? Gehört, ja, hätte ich jetzt aber nicht gewusst, dass das Österreich ist. Aber der war halt, der ist halt zumindest, ich meine, der ist auch mit nicht nur mit Rapid, sondern mit 68 München, Nürnberg und Atletico Madrid Meister geworden. Mhm. Der ist dann auch in Deutschland gestorben, der ist eher so als Deutscher abgespeichert, aber der ist tatsächlich auch gebürtiger Österreicher. Der war sicher auch jemand, der viel Kompetenz mitbrachte. Ja, werden wir sehen. Also schwierig einzuschätzen. Genau, ich muss nur vielleicht kurz ergänzen, dass ich jetzt nicht per se gemeint habe, dass Christian Ilzer auch einmal Europa-League-Sieger wird, irgendwo in Deutschland. Aber es hat vielleicht etwas zu euphorisch geklungen. Ja, warum nicht? Man wird sehen. Ja. Jerome Anguene, er ist zurück in Salzburg. Wir werden nächste Woche einmal eine erste Transfer-Update-Show machen. Ja, die Frage ist eben gekommen, wir werden sicherlich mitbesprechen, ob er den Sprung in die deutsche Bundesliga schaffen wird. Man wird es sehen. Also er hat es einmal verliehen nach Salzburg. Ich glaube, auch bei Ramaljo hat es einen zweiten Anlauf dann gebraucht. Warum nicht? Aktuell ist er sicher eine super Verstärkung für Salzburg, weil er das Spiel kennt, weil er eine gewisse Qualität mitbringt, die er in Salzburg auf alle Fälle auch schon auf Champions League-Niveau gezeigt hat. Und ich finde das natürlich einen sehr cleveren Transfer. Man hat den einen oder anderen Spieler jetzt auch verliehen, der woanders vielleicht Erfahrung sammeln kann, damit er mehr Spielzeit bekommt. Und das hat Salzburg ja schon öfters gemacht. Spielern die Zeit gegeben, dann auf Erfahrenes oder bereits Bekanntes wieder zurückgegriffen, um punktuell Stabilität zu bekommen. Und ja, klingt wie ein sehr cleverer Schritt. Ich gehe davon aus, nachdem auch Wöber weg ist, dass Anguene und Pavlovic das Innenverteidiger-Duo im Frühjahr bilden werden. Ulmer wird auf links sein, Dedic auf rechts. Da hat man eine Viererkette, wo man sagt, okay, die wird dann eingespielt sein. Da wird man auch durchaus in der Europa League eine sehr gute und stabile Defensive haben und dementsprechend ist das ein cleverer Schritt. Ob Anguene danach den Schritt schaffen wird, wird man sehen. Aber ich traue es ihm auf alle Fälle zu. Und so alt ist er noch nicht. Ja, stimmt. Nein, ich bin da voll bei dir, kann da nicht sehr viel ergänzen, außer dass das so eine sehr typische Leihe ist, weil sie einfach für alle Seiten Sinn ergibt, für den Spieler, für den abgebenden Verein und für den ehemaligen Verein, der jetzt auch gerade Bedürfnis hat, also tatsächlich die Notwendigkeit hat, so einen Spieler zu verpflichten. Und leihweise, übrigens, da fällt mir leihweise ein, so wie es ausschaut, verpflichtet Sturm ja leihweise einen Torhüter. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Darüber reden wir nächste Woche. Ah ja, danke. So. Jetzt kommt übrigens, dein Hipster-Typen haben wir vergessen beim Fußballtrainer, wie Hermann Felsner. Habe ich erwähnt. Achso. Da hast du mir nicht zugehört. Passiert manchmal. Was das sieht Hipster? Man jetzt leider. Hermann Felsner, toll. Ja. Österreichischer Fußballtrainer. Ja. Der hat in Italien seine größten Erfolge viermal gefeiert. Meister. Ja, mit FC Bologna viermal. Und Cupsieger mit FC Genua. Das dürfte der erste Cupsieg von
gegen FC Genua gewesen sein. War auch übrigens bei Sampdoria Genua, der wesentlich sympathischere Club in Genua. Wohlgemerkt. Natürlich. So, das DBLW-Orakel. Bist du bereit? Nein. Nicht? Warum nicht? Deswegen fang an. Ah, okay, passt. Diesmal machen wir es ein bisschen schwerer. Ja, gell? Ich wollte gerade sagen, Schaub hat es im Vorgespräch schon angehört. Heute wird es richtig schwer. Ja, wenn du es nicht schaffst, hast du es verdient. Das DBLDW-Orakel. Zusammengespielt mit Emanuel Pogatetz, Alexander Philipp und Bruno Friesenbichler. Auch zusammengespielt mit Oliver Busse, Heinz Weber und Markus Bink. Mario Steiner. Zusammengespielt mit Kai Schoppitsch, Christian Schimmel, Sandro Zaccani und Almedin Hota, Stanko Bubalo, Jelko Vukovic und Patrick Jovanovic. Ansgar Brinkmann. Die Karriere begonnen in Kärnten. Nur 1,68 groß, geboren in Klagenfurt im Jahr 1979. Und doch einige Titel geholt. Österreichischer Cupsieger, zweimal UEFA Cup Teilnehmer, Meister in der Kärntner Liga, Meister in der Regionalliga, Meister in der zweiten Liga und österreichischer Supercup-Sieger. Das Stari war Wiener, gell? Ja. Vereine wie Grafenstein, Bleiburg, St. Stephan im Lavantal, Anna Bichler SV, Klobasnitz, sie alle waren Vereine, wo er gespielt hat. Nach der Ausbildung beim TSV Grafenstein und der Akademie beim damaligen Austria Klagenfurt war er auch kurz beim WRC. Danach von 1999 bis 2003 beim FC Kärnten. 2004 beim BSV Juniors Villach. Von Jänner 2004 bis Jänner 2006 beim SVG Bleiburg. Nach einem Jahr beim SC St. Stephan Lavantal spielte er im Halbjahr 2007 beim SV Feldkirchen. Zur Saison 2007-2008 kehrte er zum SC St. Stephan zurück. 2010 schloss er sich aus der Klagenfurt an. Von 2012 bis zur Übertrittszeit 2013-14 war er im Kader des Anna Bichler SV. Danach 2014 beim Ebnerdorfer AC in der Unterliga Ost. Ja, Er ist auch Trainer. Trainerstationen. Begonnen als Spielertrainer in Klobasnitz, dann Trainer bei Klagenfurt 2. Er 2021, Entschuldigung, nach Köttmannsdorf wechselte. Wo er dann am 1.7.2022 Cheftrainer wurde. Nach gut 3 Monaten und anders gesagt 12 Spielen wurde er dort entlassen. Ja, keine Ahnung. Es ist natürlich ein Kärntner, das verstehe ich schon. Aber ein kleiner Kärntner, der beim FC Kärnten gespielt hat, boah, bist du narrisch. Welche Position? Alles. Das ist eine gute Frage. Mittelfeldspieler wahrscheinlich. Schon, aber ich kann jetzt sicher nicht sagen, schneller, ob es schneller Fußler. Ich weiß es aber nicht. Okay. So Kämpfer im Defensiv. Na, auch Flügel, stimmt. Rechtes Mittelfeld. Ja, rechtes Mittelfeld, richtig. Ja. Gib mal Vornamen. Christian. Ja, keine Ahnung. Aber Christian ist so ein Kärntner Vorname, ja, oder? Christian ist so. Ja, nicht gewusst, Christian Sablatnik. Sablatnik. Ist schwierig, okay. ist schwierig. Wie kommst du denn auf den? Weil Christian Sablatnik mit Roland Kollmann, ich glaube mal, zusammengespielt hat. Ich habe schon gedacht, in Florida gerade ein Haus bewohnt oder so und Jugendspieler scoutet. Nein, und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt mal meinen auspacken. Und ich habe ihn dann gesehen in Köttmannsdorf in der ersten Cup-Runde heuer. Da war er Cheftrainer und wie ich mir gedacht habe, du kommst jetzt jedes Mal so leicht drauf, nehme ich mal was Schwierigeres. Ja, recht hast. Gut so. Christian Sablatnik, er ist eingereiht. Kai Schoppitsch, Heinz Fuchsbichler und viele andere. Ja, aber komm, war wirklich, muss ich fairerweise sagen, ich hätte mich fast ein bisschen geärgert, weil es wäre Wahnsinn, wenn du das gewusst hättest. Ja, das ist wirklich schwierig. Ja, aber wirklich schwierig, ja. Aber vielleicht für unsere Kärntner Hörer und Hörerinnen definitiv ein Name, der mal nicht so Usus ist oder den man vielleicht nicht direkt am Radar hat. Da werden die alten Fußball 97 Stickeralben von Panini rausgeholt und noch einmal wird noch einmal kontrolliert. Ja, 97 jetzt in etwas, wenn er 98 zum FC Kärnten gegangen ist. Aber okay, natürlich, ja, 99, ob die Autogramme noch schön sitzen. So, machen wir gleich weiter. Yes. Zwar Liga 2 Trom.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur beliebten Quasi-Kooperations-Rubrik mit der hervorragend großartigen, immer zu empfehlenden Zwarer-Konferenz zu den zwei Liga-2-Fragen. Zwei Liga-2-Fragen. Hallo, lieber Fabio, du darfst heute einmal ausnahmsweise wieder Fragen beantworten und ich darf sie stellen. Es gibt heute drei Fragen, allerdings stelle ich dir eigentlich nur zwei. Es könnte allerdings sein, dass du eine nicht haben willst und dementsprechend dürftest du dann Joker-mäßig skippen, aber nur deshalb, weil du fünf von sechs Fragen des offiziellen, einmaligen René-Svette-Quiz richtig beantwortet hast. So, Frage Nummer 1. Die Young Violets Austria Wien holen für das Frühjahr in der Admiral 2. Liga einen neuen Stürmer an Bord. Lukas Haubenwaller unterschreibt bei den Veilchen einen Vertrag bis 2026. In Klammer Copyright an Lola 1, danke für den Text. Der 19-Jährige kommt aus der Regionalliga Ost vom SC Neusiedl am See. Klammer, Fabio Schaub ist gerade ganz schlimm am Googlen. Im Herbst gelangen ihm in 15 Spielen 6 Tore. 2021-22 war er in der U19 des SV Wien Wiesbaden tätig. Davor war er in der Admiral Akademie. Fabio Schaub, möchtest du uns etwas über diesen Spieler erzählen oder kennst du ihn nicht, dann darfst du diese Frage skippen. Skippen. Gut. Frage Nummer 2. Christoph Freitag beendet seine Karriere. Er hat bei Vorwärts Steyr nochmal versucht, im Profifußball anzukommen. Nach einem Einsatz wurde der Vertrag nun aufgelöst. Der hatte Long-Covid. Das ist eigentlich tatsächlich ziemlich traurig. Der ist erst 32 Jahre alt, war durchaus ein sehr hochveranlagter Mittelfeldspieler. Deine Worte dazu? Boah, ja, natürlich traurig, ja. Was soll man sonst dazu sagen? Also wenn ein Spieler aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden muss, dann ist das auf Deutsch gesagt scheiße, ja. Und deswegen extrem bitter und tut mir voll leid. Frage Nummer 2. Vincent Trummer hat es hinter sich in Schwarz-Weiß, Hashtag steirischer Weg, und spielt ab sofort für den SV Lafnitz. Der hochveranlagte Linksverteidiger, der laut Andreas Schicker vor seiner schweren Kreuzbandverletzung auf einer Linie mit Amadou Tante um den linken Außenverteidigerposten bei Sturm Graz rittern hätte sollen, wird es jetzt tatsächlich über die zweite Liga probieren, weil ihm ein körperlich sehr starker und sonst durchaus limitierter anderer Liga-Außenverteidiger vor die Nase gesetzt wurde, der nicht in der Steiermark geboren ist. Was sagst du dazu? Naja, also in Lafnitz hat man es geschafft, einen Spieler abzugeben, der sehr gut ist, nämlich mit Manuel Pfeiffer, der jetzt bei Hartberg ist. Und man hat es aber im Endeffekt schaffen können, diesen Spieler mit einem besseren Spieler zu ersetzen. Vincent Trummer ist, wenn er verletzungsfrei bleibt, vielleicht einer der interessantesten Linksverteidiger. Er hat natürlich jetzt eine lange Leidenszeit hinter sich. Ich kann nicht sagen, wie er wird fit sein, aber wie stabil alles ist. Hast du ihn gesehen nach dem, eben nur im Fernsehausschnitt ja, tatsächlich danach? Ja, ich habe ihn schon hier und da gesehen. Ja. Aber vor allem für seine Zeit vor den großen Verletzungen war er einfach richtig gut. Und das was, und da wäre auch dieser Spieler, davon wäre ich überzeugt, der bei Sturm eine Chance bekommen hätte, obwohl die eigene Jugend nicht wirklich bevorzugt wird, aber das wäre ein Spieler gewesen, der hätte perfekt ins Profil gepasst. Und da ist es einfach so, da sind so viele Verletzungen dazukommen. Extrem bitter, wünscht man keinem Spieler. Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei und wenn er verletzungsfrei bleibt, dann wird er mitunter einer der besten Linksverteidiger in der zweiten Liga sein und dort auch nicht lange spielen, weil er einfach das Potenzial für eine höhere Liga hat. Aber ist es nachvollziehbar aus Sturmsicht, dass man so einen Spieler dann fix abgibt oder sollte man so einem Spieler nicht einen längeren Vertrag geben und ihn dann einfach für Hausnummer ein Jahr verleihen oder für eineinhalb Jahre sogar? Wird sicher im Raum gestanden sein, ist auch die Frage, ob der Spieler das möchte. Ja, ist klar. Keine Ahnung. Im Endeffekt, die Planung ist schwierig, weil er einfach sehr viele Verletzungen gehabt hat, das ist auch Fakt. Und wäre er immer verletzungsfrei geblieben, dann hätte er es vor Lafnitz keine Chance gehabt, so einen Spieler zu bekommen, meine Meinung. Und ich wünsche es ihm, dass er verletzungsfrei bleibt, ihn damit einen Top-Spieler bekommen und können damit auch einen Manuel Pfeiffer, der ja auch sehr gut war, mehr als nur setzen. Und das ist natürlich toll. Ja. Aber ich verstehe aus Sturmsicht schon irgendwo, dass man ihn abgibt, weil die Planung einfach schwierig ist. Aber er ist richtig guter Spieler und ich glaube, der SV Lichtleutl Lafnitz freut sich sehr darüber, den in den eigenen Reihen zu haben. Ja. Sturm hast du ja im Vorgespräch gemeint, Meisteransage, aber dazu mehr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die große Transferabwehr. Ja, wenn wir drüber reden, nein, dann. Wir reden nur nicht gesagt, darüber. Das nächste Mal. Achso, ja, genau. Ja, das nächste Mal nur, dass wer einen Brian De Scherer zum aktuellen Standpunkt kauft für einen Millionenbetrag, spekuliert insgeheim heuer Meister zu werden.
Das ist mal eine Ansage und dazu mehr das nächste Mal. Du trägst halt übrigens schwarz. Ja. Die Menschen, die uns jetzt gesehen haben, vielleicht hat uns jemand gesehen, vielleicht hat es funktioniert. Ist richtig. Die wissen das eh. Ja, vielen Dank noch einmal für das schöne Quiz. Ich werde bei der Spotify-Shownote, da gibt es auch so Umfragen, fragen, wie viele Fragen ihr beim Rennes-Wetter-Quiz richtig hattet. Ha. Und das freut dich, gell? Ja, super. Und ansonsten sage ich schon mal danke für deine Zeit. Ja, freut mich sehr. Danke dir auch. Wie geht's dem Knie? Du bist ja Kreuzband operiert dann vor gut 2 Monaten. Du, es wird tatsächlich immer besser. Also ich bin jetzt, ich gehe jetzt auf die letzten 1,5 Wochen mit Krücken zu und dann darf und auf die 40, ja. Und auf die 40 gehe ich auch zu. Und ja, ist interessanterweise, seit ich den Kreuzband, dass ich diese Knie-OP hatte, spiele ich tatsächlich fast nahezu jeden Morgen beim Aufwachen in so einem Halbschlaf Fußball. Sehr schön. Also man merkt, es gibt da durchaus eine Begeisterung weiterhin für diese Sportart, die ich dann erst wieder in einem Jahr ausführen werde dürfen. Auch noch einmal eine Erinnerung. Ich möchte übrigens mein erstes Fußballspiel. Adamu Autogrammkarten gibt es zu gewinnen auf Instagram. Schaut euch das an, kommentiert, wie viel Gingerbier Peter trinken muss. Jede Antwort ist richtig, also lasst eurer Kreativität freien Lauf. Ich möchte übrigens mein erstes Fußballspiel mit dir oder mit Junior Adamu, das werde ich überleben. Oder? Okay. Ja, nächste Woche große Transfer-Update-Show. Ansonsten vielen Dank wieder fürs Reinhören. Wie gesagt, das ist sehr, sehr nett. Wir haben auch auf Instagram mal die Frage bekommen, ob wir einen Patreon-Link oder irgendwas Ähnliches haben, damit man uns unterstützen kann. Die größte Unterstützung, die es gibt, ist, dass ihr uns hört. Und wer den Mehrwert angehen will, uns noch mehr zu unterstützen, dann schickt einfach einmal unseren Link einem Freund, der auch gerne DBLDW hören soll oder will oder sollte, wie auch immer. Das ist Hilfe genug. Ja. Genau, unterstützt finanziell nicht uns, sondern den lokalen Gingerbeer-Händler auch. Eures Vertrauens. Geht's ins Stadion? Geht's ins Stadion? Schaut euch Spiele der österreichischen Bundesliga an. Datsen-Abo kündigen, das braucht ja keiner. Datsen-Abo weniger. Geht's ins Stadion? Du, mit einem Datsen-Abo weniger kann man sich eigentlich ungefähr Abos für 6 bis 7 österreichische Bundesligisten leisten, oder? Im Jahres, nein. Aber geht's in die 1., 2., 3., 4., 5., geht's ins Stadion, geht's zum lokalen Verein, geht's, wenn die Bundesliga losgeht, einmal in die große Fußballwelt ins Stadion. Wesentlich sinnvoller als alles andere und hört's rein bei DBLDW, weil Wagner so schöne Quiz vorbereitet zum Beispiel. Ja, du hast die letzten Worte. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.